Willkommen zurück zu Christmas Eve Mitternachtsruf. Wir sollten hier zuletzt die Klötze Steine wegbauen, damit wir hier sie befreien können und wahrscheinlich vielleicht auch den Wasserfall blockieren sollen. Keine Ahnung. Und ich glaube, ich hatte hier das letzte Mal, so wie es aussieht. Ja, dreh weiter. Den Klotz nochmal umgebaut. Den nehmen wir jetzt mal. Und ich packe den mal einfach oben drauf in der Hoffnung, dass das so geht. Aber Problem ist, wenn das nicht geht, weiß ich die letzte Kombination nicht mehr. Vielleicht nach ganz links? Oder so in die Mitte einfach? Geht das nicht? Wenn das schon nicht... Es wird ja auch nicht orange gerade angezeigt. Also es scheint nicht richtig zu sein. Scheiße. Ja. Sie ist nicht befreit. Das ist schlecht. Egal, was ich hier mache. Das heißt, es ist nicht die richtige Kombination. Das finde ich gerade leicht nervig. Vor allem... Ja, leg das mal ruhig ab jetzt wieder. Ah, okay. Vor allem, weil wenn ich den jetzt wieder nach unten lege und alle anderen rauf tue, dann habe ich wieder das Problem, dass ich da nicht rankomme. Kann ich den so ein bisschen nicht rechts oder links packen? Ich weiß halt nicht, welcher wohin soll. Welchen man anfangen soll. So, wir bauen sie wieder schön ein. Die kann ja da drinnen bleiben in der Höhle. Kann ich das hier einfach raufpacken? Weil... voll, ich muss doch mal an den anderen auch rankommen. Das ist voll doof. Mache ich das denn mal? Oh, das ist so doof. Haben wir das so schon zusammengebaut, so wie hier? Wäre eigentlich eine gute Idee, aber wie gesagt, wie komme ich da ran? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den hier wieder runternehmen. Und wir den hier einfach irgendwo mal hinstellen können. Oh, das ist so doof. Komm, pack ihn da doch einfach irgendwie hin. Das ist so blöd. Kann man das nochmal von vorne anfangen? Das wäre super, wenn man das nochmal von vorne anfangen könnte. Aber das kann ich natürlich nicht. Ey, ich will den breiten Klotz jetzt haben. Scheiße. So blöd. Ja, prima. Und dann nehme ich den wieder und den und... Oh. Immer dasselbe Getue hier. Kann man den daneben vielleicht legen? Dann komme ich an den breiten mal ran. Wenn ich den nach unten tun kann. Wenn ich den daneben lege, geht das? Jawohl. Ja, das ist gut. Dann, kannst du den bitte wieder nehmen? Oh. Mag das Rätsel nicht. Ach, du kannst den auch nehmen? Das geht auch? Ach so. Vielleicht soll man das ja auch so breit bauen. Aber das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht. Oder spielt das keine Rolle, wie ich die hinstelle? Hauptsache, die sind weg von ihr. Hier, stell einfach hin. So, fertig. Nee. Das geht natürlich nicht. Es muss schon richtig sein. Mit was ich mich hier auseinandersetzen muss. Also das ist schon unnötig. Leicht unnötig. Ich überlege gerade, wenn ich den Kleinen daneben mache, das ist dann auch nicht wirklich besser. Tja, wenn der Lange da hinkommt. Aber dann haben wir es ja so wie gerade eben. Macht er jetzt aber auch nicht, oder? Jetzt, wo der andere weg ist? Nee. Ja, toll. Und jetzt? Vielleicht erstmal da drauf packen? Nein. Tja. Ich wollte doch den Breiten eigentlich unten hin tun, aber jetzt erscheint es mir schon wieder wie so eine blöde Idee. Und den vielleicht da oben drauf? So, nein! Nein! Hallo! Hallo! Ich komme an den Pfeil nicht mehr ran. Oh. Bin doch gar nicht so weit runtergepackt. Ich meine, das sieht gut aus, aber es ist nicht richtig anscheinend. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und ich habe keine Ahnung immer, welche ich schon hatte. Es tut mir leid, dass es da ein bisschen länger dauert. Ich könnte natürlich jetzt auch schnell lösen drücken, aber ich mache jetzt mal den Klotz nach rechts. So. Muss ja irgendwie so gebaut werden, dass es ja auch möglichst oben abgerundet wird, denke ich mir. Und wir spielen hier gerade auf leicht. Und nicht mal dafür bin ich schlau genug. Naja. Den da darauf setzen vielleicht. So, darauf tun. Aber das macht er ja nicht. Als ob der nach unten müsste. So sieht das aus. So, da setzt er ihn auch einfach hin. Das ist schön. Und den vielleicht nach ganz links packen? Nee. Ja, der hakt sich auch nur da ein, wo er hin soll, ne? Nehme ich mal an. Nee. Ich glaube, der gehört eher nach ganz unten. Nee. Also der Lange soll bestimmt nach unten.
Der ist falsch, dass ich den immer oben irgendwo raufstellen will. Stell das Ding mal ab hier. Den kann ich bestimmt jetzt hier wieder nirgendwo hinpacken, oder? Oh, das nervt mich so, dass ich die Sachen immer so kompliziert hin und her bauen muss. Ist ja okay, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Ach, der kann da schweben? Warte. Dann machen wir das mal so. Vielleicht soll der wirklich nur dahin, wo Wasser ist. Ah. Ist trotzdem merkwürdig, was ich hier mache. Sieht irgendwie komisch aus. Ja, aber nach ganz links ging es doch nicht, oder? Wenn das jetzt geht, dann wundere ich mich. Oh, er macht das von alleine. Ich mach das gar nicht. Doofes Ding hier. Ja. Immer so weit nach unten. Ist gar nicht erlaubt. Ja, das funktioniert nicht. Keine Ahnung, was der hier baut. Wie lange soll ich das denn hier machen? Ich meine, so würde es natürlich auch gehen, weil... Ne? Das Wasser ist da bedeckt. Machen wir mal den langen, machen wir jetzt mal hier in die Seite. Macht das überhaupt Sinn? Hallo. Der macht das immer von alleine nach unten. Das nervt mich langsam. Ich bin kurz davor, den Lösungsbutton zu drücken. Macht mich irgendwie leicht sauer, das Rätsel gerade. Das soll schon was heißen. Hab ich auch schon ein paar Mal gewimmelt. Ey. Hallo. Kannst du dich mal da zurückpacken, bitte? Ja, das ist schön. Jetzt werde ich das Ding hier wieder nicht los. Herrlich. Was mache ich jetzt? Der gehört ja nirgendwo mehr hin. Ich kann den da nicht hinpacken und zurückpacken. Ich kann den da nicht... Doch. Kann den hier, kann ich ihn wieder zurückpacken. Okay. Mann, ist das blöd. Das ist so doof. Oh, ich habe keine Lust mehr. Ich drücke jetzt lösen. Aha. Nein, so hätte ich es nicht gebaut. Höchstwahrscheinlich nicht. Sorry, dass ich jetzt mal einfach lösen gedrückt habe, aber es dauert mir hier gerade etwas zu lange. Und um die Kombination rauszubekommen, wie wir sie gerade am Ende gesehen haben, da hätte ich noch vorher ein, zwei andere Sachen eher ausprobiert. Aber okay. Sie ist frei. Wir gehen mal hin. Ach, sie ist ja schon eine hübsche. Ich habe den Teil der Sanduhr. Das ist schrecklich. Audrey hat die Königin eingefroren. Ich muss sie retten. Okay. Hatten wir nicht noch heißes Wasser? Nee, das wird hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Hier können wir nichts mehr machen, ne? Gut. Na, dann gehen wir wieder zurück. Komm. Ich glaube, das mit der Sanduhr war hier weiter vorne, oder? Hier? Na, genau. Der andere Schlüssel nämlich. Hallo? Nicht? Das ist doch noch nicht. Hä? Naja, befreien wir die Sanduhr von ihren Ketten. Teil der Sanduhr. Das ist doch der rote Schlüssel. Wieso geht das jetzt nicht? Bin ich doof? Hier gibt es aktuell nichts für mich zu tun. Wo sollen wir denn dann hin?
Okay. Da gibt's noch was zu tun und da nicht. Vielleicht in... Nee, im Verlies waren wir doch gerade. Hier vielleicht nochmal hin? Audreys Zimmer? War das hier mit dem... Nee. Nee, hier auch nicht. Da gehört auch was rein. Bogen. Tja, dann lasse ich mich mal leiten wieder vom Tipp geben. Weil ich habe jetzt echt gedacht, ich soll dahin. Ich soll zum Skorpionengift. Ach, mit der Pinzette bestimmt vorsichtig das nehmen. Jetzt habe ich das Skorpiongift. Das ist klasse. Das haben wir ja lange gebraucht, um das zu kriegen. Genau. Nee, nee. Mach das mal hier rein. Damit haben wir doch den Trank fertig, oder? Auftautrank. Na, dann wollen wir sie mal auftauen. Und die Harfe doch auch, oder? Ups, das hat nicht funktioniert. Ach so. Dann gehen wir wieder zu ihr. Komm, wir tauen dich auf. Du Arme. Ich muss die Königin von ihren Fesseln befreien. Mit dem Sägefisch. Oh, thank you. But Snow Hill is still in danger. I'm too weak to help you. But I know you have a kind heart. I'm certain you won't leave us in our time of need. Musikamulett. Und mit ihr können wir nicht mehr... Ach, die bleibt da jetzt stehen. Na gut, die bleibt da stehen. Dann lassen wir sie da stehen. So, Musik... Das können wir bestimmt bei der Harfe anwenden. Ja! Oh, das sieht ja schön aus. Toll! Diese Violine hat eine seltsame Form. Was ist der Zweck? Hier. Noch die andere und ein Bogen. Statuenverzierung. Endlich haben wir auch das geschafft. Das soll da bestimmt nicht hin. Sollen wir... Ja, habe ich mir fast gedacht, dass wir hier hin sollen. Vielleicht das da rein tun? Nee. Aber hier rein bestimmt. Genau. Schon mal Nummer 1. Ja, aber Teil der Sanduhr, das muss der Schlüssel sein. Ich verstehe das nicht. Das muss doch gehen. Das ist doch richtig. Oder nicht? Gut, dann wimmeln wir erstmal. Dann nicht. Oh, ich soll hier irgendwas schneiden. Ich benötige ein Werkzeug, um die Orange zu halbieren. So. Eine halbe Orange. Dann die Ananas. Ein Stück Wassermelone. Diese Maskenhälfte benötigt die andere Hälfte. Tja. Und noch eine Pistole. Aha. Ast. Maske. Da ist die andere Maske. So. Die Melone, die Erdbeeren. Und eine 4. Da ist die... Hey! Ah, ich will doch nur die 4 nehmen. So. Ein Vogel. Die Taschenuhr. Ich brauche keine kaputte Taschenuhr. Hier sind die Zeiger. Wunderbar. Was mit dem Ast? Okay. Die Erdbeeren sind dahinter. Und noch ein Stern. Und das war's. Pistole mit Saugnapf. Okay. Tja. Wo soll's hingehen? Hier nicht, da nicht. Bestimmt hier hinten. Ihr werdet mir nicht mehr in die Quere kommen. Vielleicht mit der Pistole. Mit dem Schneemann. Die stehen da einfach nur jetzt. Aber hier brauche ich noch dieses Ding. Brauche ich die Lösung? Nein. Was soll ich denn... Ach, da ist noch... Guck mal, das ist bestimmt der Sanduhrschlüssel, dann der andere. Aber mit bloßen Händen nicht, aber damit. Ah, das ist der andere Sanduhrschlüssel. Der sieht aber genauso aus.
Erschreck mich doch nicht, Weihnachtsmann. So, you found Robert. Yes, he's a bit worse for wear, but he'll pull through. And I figured out how we can save both your sister and Snowhill. Cool. The answer was in Robert's own notes. All we have to do is bring together Pandora's box and the Star of Christmas precisely at midnight. This will reveal a secret control in the box. It's like a self-destruct button. Okay. Ja, ich gehe jetzt trotzdem mal erstmal zur Sanduhr. Beides nicht richtig. Doch, endlich. Oh Gott, die arme Schlange. Da ist doch eine Schlange drinne. Wenn ich die Sanduhr zerbreche, lasse ich die Schlange frei. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, hier. So, Käfigschluss. Und die arme Schlange bleibt da immer drinne gefangen, oder was? Voll schlimm. So, endlich haben wir die Krone. Dann gehen wir mal wieder zum Thronsessel. Wir bekommen die andere Statuenverzierung und den Schwan. Sehr schön. Den packe ich mal hier rein. Jetzt sind die Schlangen weg. Das Kästchen der Pandora ist verzaubert und lässt sich nicht einfach öffnen. Ja, das wäre ja auch wie gelacht. Kann ich die einfach nehmen? Ah, ich warte erstmal. Jetzt muss ich den magischen Rauch der Gargoyles loswerden. Mit der Lösung. Mit der Lösung. Die Statuen müssen so platziert werden wie abgebildet. Okay. Also erstmal so die Dinger nach oben. Kopf nach unten. Die so. Der auch dahin? War es das schon? Ja, okay. Wunderbar. A little sibling rivalry, eh? Think again. Forgive me, my daughter. I can't believe Robert sacrificed Audrey to save my life. That must have killed him. No wonder he can't stay here any longer. Oha. Okay. Audrey, I promise I'll save you. Ach, erst wollen wir sie besiegen, jetzt wollen wir sie wieder retten. Naja, gut, okay. Dass sie ewig eingefroren bleibt, ist vielleicht auch nicht Audrey, ganz... Audrey, ja. I promise I'll save you. Ja. Der Stern. Warte, den packen wir erstmal da rein. Büchse der Pandora geöffnet und jetzt, ja. Berühre die Würfel, um die goldene Seite nach oben zu bringen. So. Das reicht noch nicht. Leider kann ich es so nicht lassen. Ach so, ich kann... Nee. Aber der ist so geblieben jetzt. Das ärgert einen immer so, wenn man die jetzt verschiebt, dass die sich dann wieder umdrehen. Ich glaube, da komme ich aber nicht drum rum. Ah, das ist gut. Das ist schon mal gut.
Ja, die habe ich schon mal geschafft. Wie kriege ich das jetzt hin? Okay. Und nach links auch nicht, dann wird er auch lila. Mano. Wir müssen ja nur einfach einen wieder nach rechts rücken, damit es wieder okay ist, sozusagen. Der müsste da jetzt stehen bleiben. Wenn ich den nach unten mache, dann verschiebt er sich wieder. Das ist auch doof. Ja, vor allem muss der andere auch nach oben. Ist aber auch ein Hack-Mack hier, dieser Part. Obwohl ich das ganze Spiel von den Rätseln echt krass finde. Also dafür, dass es leicht ist. Tja, naja, vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber... Oh, ich glaube, ich krieg's sogar hin. Alle gelb. You're a holiday hero. You not only saved your sister and Snow Hill, you saved Christmas itself. As a reward for your courage, I hereby declare you a Guardian of Christmas. The Star of Christmas will be safe in your hands. Yeah. Cool, wir haben es geschafft. Aber die Rätsel waren, wie gesagt, ja auch gar nicht mal so einfach immer. Und ich musste ziemlich viel den Tipp benutzen, wo ich eigentlich hin soll. Es tut mir leid, wenn das für mich nicht immer alles ganz schlüssig war. Aber gut, dafür war das Spiel halt auch interessant und einfach mal was anderes. Mal nicht Dark Parables und so. Und obwohl das Spiel jetzt nicht gerade neu rausgekommen ist, finde ich es echt schön anzusehen. Die Musik fand ich jetzt ein bisschen eintönig. Das war die ganze Zeit dieselbe Musik. Das mag ich gerne an den Dark Parables spielen, dass es da unterschiedlich ist. Aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand, wie gesagt, ich mag diesen malerischen Stil gerne. Ich finde die Bilder sehr, sehr schön. Alles sehr fantasievoll und ja, sehr fein gezeichnet alles. Das finde ich schön. So malerisch märchenhaft. Und ich freue mich, wenn wir dann nächstes Jahr wieder ein weiteres schönes Weihnachtsspiel hoffentlich spielen können. Mal gucken, was es dann zu der Zeit schon wieder Neues, Schönes, Tolles gibt, was wir noch nicht kennen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Damit ist das Weihnachtsspiel auch beendet. Weihnachten ist jetzt vorbei, ein neues Jahr beginnt. Ich freue mich auf neue, weitere tolle Spiele. Und da kommen bestimmt auch weitere schöne neue Wimmelbildspiele. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel.